Creepspread. Ich erwarte Creepspread. Das kann ich aber doch nicht. Ich auch nicht, mache ich trotzdem. Guck mal, der heißt schon mal Phoenix. Ich bin gespannt, was bei dem kommen wird. Ja, und damit hallo und jetzt der willkommen. Der heißt nicht Phoenix, der heißt Ponix. Ja, aber das ist quasi das gleiche. Jawohl! Weil er ist Zerg, das freut uns so alle. Zerg hat nämlich jetzt random gewählt. Ja. Ich gehe auf Mars eher. Du kannst es machen. So, wir schauen uns gleich mal an, was Zarok so falsch macht. Haha. Nein, ich bin jetzt nicht im Zarok macht alles falsch Modus. Nur wenn er Mars eher spielt. Ich vertraue da Zarok, der ist ein guter Zerg. Oh Gott, er hat seinen Overlord noch nicht losgeschickt. Ah, endlich. Würde ich nicht machen, wir vertrauen. Nein, also wir vertrauen ihm völlig. Ich werde jetzt hier auch nicht regelmäßig kontrollieren, was er da so baut. Der zweite Overlord hatte keinen Waypoint. Also. Ja, der Nergorix ist nur glücklich, wenn er, Leute, guck, wo ist denn meine Natural? Könnte sein, dass wir gekennwascht werden. Aber bei dir wäre das ja egal. Also bei mir ist eine Probi drin. Ich weiß, aber die kommt auch ziemlich klaut mir, oder wollte mir ein Glas, ein Glas klauen. Wollte mir ein Glas Gas klauen. Ich habe nicht mehr alle Tasten im Schrank. Stimmt sogar, weil hier, nee, hier steht ja keiner. Ich trinke so total selten was aus Tassen. Ist bei dir etwa die Pfanne heiß? Nee, die Pfanne kühlt ab. Aktuell. Steht dreckig auf dem Herd. Oh, meine Hedge wird angegriffen von der Probe. Weil deine Overlord-Wege gefallen mir doch einigermaßen. Musst nur aufpassen, dass du ihn nicht so verlierst, wie ich das in jeder Folge mache. Dann, das ist nämlich eigentlich was man nicht machen sollte. So als Tipp. Als Tipp an dieser Stelle kann ich dir auch sagen, wenn du Zerg bist auf dieser Map, also ist jetzt ein bisschen spät dafür, aber wenn du das nächste Mal bist, kannst du hier direkt die Gold nehmen. Ah, ach, das hast du ja auch immer vor und vergisst das dann. Genau. Ich verstehe. Okay, jetzt den Overlord wieder rausschicken, sonst ist gleich die Queen gespawnt und dann ist dein Overlord tot. Am besten schickst du den hier so hin. Dann kannst du da schnell noch wieder rein, aber die Queen kann nicht drankommen. Wie verteidigen wir hier denn eigentlich? Wir müssen unsere Bases separat verteidigen, oder? In der Mitte ist so viel Platz. Ja, irgendwie. Immer noch keinen Cybercar genommen. Nicht gut, vielleicht. Bin echt gespannt, wie die Kommentare zur letzten Folge aussehen. Ist so egal. Ja, ganz ehrlich, wenn die Leute meinen, dass wir uns so verhalten sollen, dann sollen die doch selbst hier. Dann mach doch ein eigenes Let's Play! So, jetzt so daraufhin klar. Sagt Mutti Bärenbande, machen wir doch schon. Wir klauen das auch überhaupt nicht. So. Schick mal deine Linge auf die Probi. Und nicht mehr Linge bauen jetzt, ne? Wo ist die denn hin? Ich habe 6 gebaut. Wo oben. Ist die denn? Da oben. Wie sehen eigentlich die Drohnen mit diesem Skin aus? Die machen ja die ganze Zeit Köpfe in das Wasser, schwänzen in die Höhe gefühlt. Das ist der Warp-Dings-Skin. Warchest, nicht Warps. Warp-Chest. Ich kann heute auch nicht reden. Was der Warp-Chest-Skin. Ja, der Skin ist ja wohl richtig. Dritte, wie mehr Gerücks sagen würde. Dritte. Vielleicht ist es auch eine infizierte Leiche. Uninfizierte Leiche. Ich habe heute TTT bei Dalukat gesehen. Da ging es um uninfizierte Leichen. Nein, die waren nicht unidentifiziert. Die waren uninfiziert. Der Stalker macht mich kaputt! Da kann ich nichts machen, Herr Gerücks. Außer ja, den hättest du da eigentlich stehen lassen sollen, aber ich hab gedacht. Ja, gut, du hast hier noch eine Probe in der Basis. Es waren ziemlich viele Dinge. Ja, die möchte ich ja mal, guck mal, einmal so knusper an deinem Gas, an deinem Pool machen und dann fährst du nach Hause. Das war geplant. Da waren viele Dinge, wir brauchen Einheiten, Zarok. Uns fehlt Energie. Ich hab da muss ich aber bei weitem kein Warpgate übrigens. Was anderes habe ich noch nie außer Dinge. Ja, was war der andere eigentlich? Protoss. Protoss, dann setzen wir auch einen Roach Run. Hab ich schon. Ne, hab ich noch nicht. Ich hab Evolution Chamber, hab dann ich. Solltest du auch ein zweites schon. Gas saturieren. Vorher eigentlich nicht. Das hab ich schon. Da sind die Linge. Ach du Scheiße, ich hab Mist geklickt. Protoss kommt auch. Ich hab einen tot. Kleinen Fehler gemacht. Wir sind tot. Ich hab aber auch einen großen Fehler gemacht. Ja, ich hab gegen den Protoss schon gefightet. Oh shit, ich hab hier nur einen Pylon dran. So, ich kann jetzt vielleicht ein bisschen helfen gleich. Waypoint Fail bei Zarok. Ja. Oh, das ist aber auch echt viel. Ja, wir sind tot. Ich hab alles versucht.
Ja, komm. Ich habe auch echt nicht gut gespielt, das muss man tatsächlich sagen. Das war sagen. Nicht meine Schuld. Na. Vielleicht, dass ich, als der Push kam, statt Linge 18 Drohnen gebaut habe. Das ja, das, war, ist, das okay. ist typisch für Zerg. Mein Problem war, dass ich viel zu spät meinen Cybercar genommen habe und deshalb war Bobcat auch noch nicht durch. Ich habe den Biomund gemacht. Wir sind eine neue Aufnahmesession. Ja, genau. Jedes Spiel, was wir verlieren, ist übrigens eine neue Aufnahmesession. Aber es ist es ja quasi, weil du ja mit Zufall jetzt unterwegs das bist. Stimmt. Ja. Das kann ja gleich wieder eine neue Aufnahmesession sein. Aber ich habe den Anfang habe ich drin, weißt du, zweite Gas, Cybercore Speed, Cybercore. Ja. Hm? Genau. Der hab ich drauf. Zerg Cybercore. Du könntest ja auch mal Infestoren spielen, dann einen gegnerischen Protoss nurlen. Und dann auf eine Protoss-Basis gehen. Das ich bin ist übrigens witzig. Wieder. Hab ich noch nie gemacht. Hab ich noch nie geschafft, sag ich mal. Ich bin Terraner. Das ist doch toll. Das ist eine super Kombi für uns, oder? Tja, GG. Ne? GG. Ach komm, jetzt require nicht so oft more Minerals. Du riechst mich auf. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Ich hab gar nicht Gas First gespielt. Spawn more Rewards. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Seht mir das nach. Es ist zu warm in diesem Zimmer. Das stimmt sogar. Jetzt schon keine Versorgung mehr. Ich bin ja gespannt, was für Hate die Folgen hier geben. Will ich zerch? Das ist mir egal. Das ist ja Hate gegen dich. Ja, stimmt. Was denn mit der Expansion, Sarok? Nein, dich. Diese Drohnen sehen aber auch bedrohlich aus mit diesem lila Augen, oder? Wir spielen gegen einen Zerg, das wussten wir schon, ne? Oder? Wussten wir das? Bestimmt. Nee. Doch. Ich kann auch nicht lesen aktuell. Junge, Spanningpool! Junge. Warum hast du nichts gelernt? Das ist die Heino-Version, die ich da gerade angestimmt habe. Guck dir den Gjorm und dann... Der macht nicht Your Mund viel. Bitte, ja. Ich da möchte, dass niemand Map, mehr. Ich. Ja, kann hab das ich auch sein? Schon gesehen. Es waren aber nicht so viele. Ja, ich hab noch keine. Jetzt sind mal die Wall dicht. Ja, 6 Stück sollte man. Na, eigentlich braucht man nur 4. Den Overlord bitte direkt hier hinschicken, weil der hat die Hexe später genommen. Sag den Overlord. Den anderen Overlord bitte dahin. Weil das heißt, er hat gleich eine Queen. Es ist übrigens nur eine Drohne, die uns hier scoutet. Okay, dann ist sie doch mal halb so wild. Aber es können trotzdem gleich 2 Linge noch kommen. Oh Gott! Wann ist denn meine VP-Line endlich mal fertig? Ja, läuft, würde ich sagen, ne? So, jetzt bauen wir auch mal einen Overlord. Läuft bei dir! Ja, ich Du musst jetzt immer E-Beams sagen, ne? Ist ja das neue Jugendwort. Ja, kosten Queens gar kein Supply, doch. Doch. 2. Das wär's noch. Die sind ja schon so stark genug. Ist kein Protoss-Bei, ne? Nee. Ich muss kein Oracle fürchten. Das ist schon mal gut. Warum gehst du nicht zu Onkel Bernhard in die Werkstatt? Nee. Werner, oder nicht? Weiß nicht. Ich glaube Werner. Plurbräu kommt hoch. Nein, damit ist der Tag im Arsch. Das stimmt auch. Ja, Linge kommen über die Map. 4 Stück. Ich versuche die noch mal ein bisschen zu delayen. Ja, mit 4 Stück kann ich mich anlegen. Gut, ich guck noch mal ein bisschen, was hier noch so kommt. Noch mehr Linge. Linge rennen nach Hause zurück. Worin rennst du mit diesen Lingen eigentlich in Sarok? Also ich könnte jetzt sagen, dass zustande gekommen ist, aber wichtig ist, dass du es gefixt hast. Wahrscheinlich Waypoint Fail oder so. Ja, du hast sie in die Main geschickt und die Main war ja zu, weil mein Depot oben war. Aber trotzdem, warum schickst du deine Einheiten eigentlich immer in die Main? Das ist so bescheuert. Setz den Waypoint doch bitte dahin. Erweiterung fertig. Ja. Kannst du ruhig noch ein Stück weiter nach vorne mit den Dingen gehen und aufhören, Dinge zu bauen, ne? Auch wenn da jetzt. Okay, jetzt doch weiter Dinge bauen. Weil da kommt ein Push. Mit den anderen Dingen auch drauf gehen, Sarok. Das ist unschön. Bitte bleib locked! Warum? Ja, weil du keine Overlords gebaut hast, offensichtlich. Ja, ist möglich. Die Echse wird schwierig zu halten, ne? Ja. Ja, Echse ist tot. Einfach random die nächste nehmen. Ja, komm, julen wir mal. Ja. Okay, war vielleicht ein bisschen. Vorschnell.
Heilmann einmal funktioniert. In der Tat. Hast du Roaches oder sowas? Ja, fast. Schade. Baninge werden gemorpht, das wird ein Baning Bust. Ja, ja, ich hab da auch. Bau mal eine Makro-Hatch in deiner Main. So ein Makro-Hatch oder so, da habe ich noch nicht so, bin ich noch nicht so versiert. Ja, wenn du viele Mineralien hast, einfach einen zusätzlichen Hatch bauen. Das ist eine ziemlich einfache Grundregel. Okay. So, sie werden gleich durchbasten. Ein Baning hat leider noch gelebt. Ja, halten wir. Aber ich habe zwei Depots verloren und habe trotzdem keinen Supply Log, Leute. Das nenne ich mal vorausschauendes Bauen. Ich gehe mit den Blingen drauf, aber nicht mit den Baning, bitte. Okay, gegen die Linge darfst du wieder mit Baning aufgehen. Du musst ein bisschen Micro. Kann ich ja so gut, ne? Da kommen neue Baninge übrigens. Laufen! Hier die Rust rausnehmen. Okay, jetzt doch nicht, weil sie hier oben noch stehen. Mit den Lingen auf die. Den Baningen auf die Linge. Ich hoffe, du morphst auf dem Highground neue Linge. Neue Baninge. Dafür brauche ich erstmal neue Linge. Ja, läuft die sollten ja deshalb auch mit der Makro-Hatch gebaut werden. Und die Hatch neu nehmen. Auf dem Lowground. Ich brauche eine Drohne dafür. Da oben ist eine. Das ist schon wieder so viel zu hektisch für mich. Kommst du? Hast du nix? Das ist schlecht. Damit könnten wir tot sein. Ich komme. Wir haben das so gut gehalten, Cyrock. Ich laufe. Aber die Bandinge brauchen ein bisschen. Ja, ist egal. Jetzt sind wir noch die Heilung. Ich hab F2 gedrückt, jetzt läuft die Queen. Jetzt, also, lauf nach vorne, bitte, lauf nach vorne. Die Queen läuft nicht mit F2. Cyrock, bitte angreifen, nicht stehen bleiben. Zack. Zack. Okay, Rocks rausnehmen, Rocks rausnehmen. Nicht mit dem Banding auf die Rocks klicken, bitte. Nein! Das haben sie, glaube ich, gefixt. Ich glaube, man kann nur noch mit dem Attack-Move drauf. Das, früher ging das kann aber. Kann ich jetzt auch da mal wieder weiter drohen jetzt? Sehr schöne Moves gehabt. Du hast ja nichts zum Drohen, dann hatcht du ja nicht. Okay, nächstes nehmen wir hier die Rocks direkt raus, damit du gleich die dritte nehmen kannst. Oh, wir haben schon viel verloren, das muss man echt sagen. Das stimmt. Mach ich das Sie jetzt? Kommen übrigens unten wieder. Aber ist okay, bleib du oben. Nimm die Rocks raus, die Rocks sind wichtig, dass sie raus sind. Und die Queen direkt zur Natural schicken, die da auch mit angreifen will. Rost Injects gleich. Okay, ich kann die Halions leider von hier nicht angreifen. Also immer weiter noch Einheiten pumpen. Du kannst leider noch nicht drohen. Tut mir leid. Ich hab Stim, Leute. Okay, er hat sich zurückgezogen. Zumindest fürs Erste. Okay, Dritte direkt nehmen. Die ist doch schon, die habe ich doch schon. Ich habe doch schon drei. Ja, nein, das ist aber ja keine richtige Base, nur eine Makro-Hatch. Deshalb haben wir die Rocks drei genommen, direkt die nehmen. Du musst und jetzt ordentliche Drohnen runterhauen. 18 Drohnen. Okay, aber nur 18, nicht 36, ja? Weil danach brauchen wir wieder Einheiten. Aber ja. Zwischendurch brauchst du auf jeden Fall jetzt eine Drohnenrunde, sonst. Das ist gleich schwer. Es wird so schon schwer, wir sind so weit hinten. Roadrun hast du? Nee, Roaches. Solltest du bauen? Roaches sind einfacher als Link Baling Micro. Das solltest du dir mal als Wenn du dir vorstellen kannst, brauche ich mehr Minerals. Ja, warte, ich gebe dir gleich noch was. Ohne mehr Versorgung gibt das nichts. Bei dir ist ein Drop, bei dir ist ein Drop, Overlord Drop. Queens auf den Overlord schicken. Transfuse. Okay, hat er den Drop für gefunden. C! Nochmal C! Sehr gut. Cyrock, bester Mann. Easy. Ich drohne jetzt aber trotzdem. Ja. Und Injects. Immer injecten. Du hast so viele Queens, alle injecten. Du. Da und da habe ich ja auch noch eine Base jetzt gleich. Ne? Dann brauche ich noch eine Queen. Weil dass wir noch leben, ist echt erstaunlich. Wir werden das Spiel wahrscheinlich nicht mehr gewinnen, aber wir leben noch. Das ist mehr, als ich mir erhofft hätte. Nach dem Anfang. Ich droppe mal, ja? Ich bin gespannt, ob Mutas kommen. Mach das mal. When behind Dark Shrine, ne? Also müssen wir jetzt... Leider ist keiner von uns Mutas.
In der Tat. Und was jetzt? Und raus mit euch. Ja, was ich mal anfangen könnte, wäre du. Also ich kann ein Upgrade vom Terraner erwischen. Ich hoffe, es ist Dim. Ich weiß es nicht. Auch einige Worker gekriegt. Einige Linge. Kommen noch einige Hellions dazu. Vielleicht haben sie auch einfach vergessen, Armee zu bauen. Das Stim ist leider durch. Aber ich komme mit einem vollen Medivac und einem leeren Medivac zurück. Da, bei uns sind Linge in der Base. Ich hab die Linge. Na gut. Deine dritte bedrohen. Und eine Queen dran schicken. Und wir müssen jetzt raus. Ich brauche auch eine dritte. Ja, das nennt man, was ich habe, das nennt man in Fachkreisen Supply Block. Jetzt kann ich wieder 18 mal injecten. Sieht mit Evolution Shamers aus? Ich kann eh alles machen. Ja, eigentlich schon, aber. Ja, schön. Was mach ich denn da jetzt? Ich mach das hier. Los, werd fertig. Wollen wir vielleicht doch gleich mal pushen? Weil so viel hatten die vorne nicht. Gegen Baning, da musst du dich ein bisschen gegen Mark. Und die haben keinen Baning Speed. Hast du Baning Speed? Ja, Zauber hat Baning Speed. Lass uns pushen mit Baning Speed. Du hast so viele Drohnen an deiner dritten. Die ist da, ne? Es dürften deutlich zu viele sein. War nur vierte und unten kommt ein Push, unten kommt ein Push. Wir müssen den Push, auf den Push reagieren. Jetzt schon keine Versorgung mehr. Leute, das sind Slow Banelinge. Kamikaze Move. Adrian! Yes, es hat funktioniert. Bian Micro war das ja fast. Ich bin schon wieder Supply Blocked übrigens, will ich nochmal rauf. Ja, Overlord bauen, kennst du doch. Ja, ich baue jetzt gleich 5, weil ich Push. Muss ich noch üben. Banelinger, fokussen. Oh, Ultras. Ultras ist ganz schlecht. Das ist nicht so gut, ne? Aber es sind Ultras ohne Upgrades immerhin. Hast du irgendwas anderes außer, Nee. Das ist schlecht. Hast du überhaupt nicht mal einen Roadrun? Doch. Nee. Warum hast du immer noch keinen? Weil ich hab das ist ja nun viermal in diesem Spiel gesagt. Aber Infestation Pit habe ich ja. Ja, dann sind wir tot, wenn du nichts hast gegen Ultras. Ja, ist das ein Spielspiel. Ja, Linge gegen Ultras sind jetzt nicht die allergeilsten. Marines allerdings auch nicht. Aber ich hatte halt auf ein bisschen Support gehofft. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich gegen Ultras machen soll. Ja, Roaches zum Beispiel wäre besser gewesen. Aber gut, das Spiel war halt schon over. Ganz viele Swarmhosts! Die Swarmhosts sind schrecklich. Ich Swarmhosts nicht bauen. Auf gar keinen Fall Swarmhosts bauen. Es sei denn, wir spielen gegen den Mech-Terraner. Oh Gott, ey. Aber gegen Ultras hättest du. Also eigentlich darfst du dich nicht auf Ultras kommen lassen, ist okay. Aber Roaches sind definitiv dann das okaye Mittel der Wahl dagegen. Ja, Mutas werden Mutas sind überhaupt nicht gut. Mutas schießen 800 Mal auf dem Ultra und er lebt immer aber noch. Aber die sterben nicht durch die Ultras. Ja, ist aber ja egal. Ich sterbe dann währenddessen. Das hilft auch nichts. Ja, merkst du, das ist gut für mich. Nein. So, nächstes Spiel wird besser. Siehst du, so weit ist er schon. Er möchte, dass ich sterbe, ja? Wie du in Formel 1. Tschüss.